Hallo, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Let's Build Spezial, tatsächlich im doppelten Sinne, denn wir befinden uns in der Hordennacht, in der ersten, und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ich hatte ein kleines, großes Problem. Denn mein Turm ist zusammengebrochen, auf dem ich eigentlich die erste Nacht verbringen wollte. Und weil der zusammengebrochen ist, musste ich in meinen Neubau gehen, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Denn dort sind die Fallen noch nicht fertig. Ich habe jetzt eine Notkonstruktion gebaut. Ihr seht hier, ich befinde mich schon in dem Gebäude hier, aber es ist eben noch lange nicht so, wie es sein soll. Naja. Nichtsdestotrotz, ich denke, das wird eine einfache Hordennacht werden, aus dem klaren Grund. Ich habe natürlich den Kreativmodus an und weil ich den Kreativmodus anhabe, habe ich natürlich sehr viel Munition und so weiter. Aber das mit meinem Turm ärgert mich, denn ich hätte den natürlich sehr, sehr gerne ausprobiert. Naja. Muss mal auf die Schwarze wechseln. Wie ihr seht, ist das Gebäude tatsächlich nicht fertig geworden. Sie kommen hier nicht durch. Außer sie kriechen. Ich war hier noch dabei, das fertig zu machen. Und ich wollte ja da hier gar nicht die Hordennacht erleben. Und ich muss jetzt natürlich ein paar Stacheln aufbauen, die, wie ihr seht, nicht viel helfen. Die Verteidigungsanlage ist also sehr, sehr notdürftig in der letzten Stunde entstanden, vor dieser Hordennacht. Die könnte durchkommen. Irgendwas trifft mich da, habe ich den Eindruck. Ist da irgendwo ein Spucker, den ich noch nicht gesehen habe? Oh, fuck. Der Gegenstand muss repariert werden. Ich habe zum Glück noch einen Ersatz. Die ruinieren mir jetzt mein Bauwerk.
Macht mir meine Mauer nicht kaputt. Die Schatz ist auch gleich am Arsch. Ich werde sie gleich mal austauschen. Ja, das ist natürlich etwas, was nicht passieren soll in meinem Let's Build. Das war definitiv so nicht vorgesehen. Und es ärgert mich zutiefst. Nanu, was ist jetzt los? Okay, was auch immer es war. Ein kurzer Stillstand. Und noch irgendwas zu trinken. Ja, das hat mir natürlich meinen Zeitplan völlig durcheinander gebracht. Ich dachte, ich hätte genug Zeit. Und stattdessen musste ich dann plötzlich eine Notunterkunft bauen. Was natürlich einen Haufen Zeit in Anspruch genommen hat, den ich eigentlich gar nicht hatte. Nicht dabei, die liegen oben. Da wechsle ich mal aus und mache noch ein paar Stacheln rein. Ich bin im Kreativmodus nach wie vor. Ihr wisst schon. Ich kann mir hier jederzeit ein paar Stacheln bauen. So. Du frierst. Nach wie vor friere ich. Was habe ich denn für ein Problem? Ich habe eine Hose an, einer Stoffstiefel. Machen doch eigentlich keine Kälte, oder? Okay. Das ist eigentlich, sollte das okay sein? Warum auch immer ich friere? Also, Krabbler sind tatsächlich gefährlich. Wie schon gesagt, ich bin ja hier noch nicht ganz durch. Aber ihr könnt natürlich mal schauen. Also hier hinten, ihr seht auch, bin ich auch noch nicht fertig geworden. Eigentlich wollte ich euch das alles zeigen nach der siebten Nacht. Und wollte euch eigentlich die Verteidigung auf meinem kleinen Türmchen zeigen. Die bestimmt lustig geworden wäre. Aber stattdessen musste ich Notunterkunft in meine, naja, Notunterkunft will ich jetzt nicht sagen, meine zukünftiges Bauprojekt gehen. Und wie ihr seht, hier so sieht's aus. An sich eine schöne Sache. Was macht da Krach? Von hier oben runter gucken. Nicht wirklich. Hier kann ich zwar rausgucken, aber da habe ich mir ganz bewusst keine Gitter eingebaut. Naja, also das ist der Blick von oben. Das wäre die Kampfsituation von oben später. Hier sind die Elektroverteiler für die Druckplatten. Halt, falsche Richtung. Hier käme man dann tatsächlich runter. Okay. Warum auch immer ich jetzt plötzlich nicht mehr runterkomme. Ups, da wollte ich auf keinen Fall hin. Habe ich da einen Betonblock hingesetzt, wo er gar nicht hingehört, so wie es aussieht. Dann gehen wir in diese Kammer. Da kommen wir rein, wie ihr seht. Und da sehe ich auch, hier kämen dann tatsächlich die ganzen Turrets hin. So der Plan. Ja.
Aber ja, das war alles vom Plan her recht gut. Vorher bestimmt, außer dass ich hier hinten einen Stein gesetzt habe, wo er nicht hingehört. Da kam ich dann nicht mehr runter. Das ist ziemlich blöd. Aber gut. Nun muss ich das mehr oder minder händisch machen mit diesen Blöcken hier vorne dran, mit den Stacheln. Oldschool sozusagen, wo ich doch schon tolle andere Möglichkeiten hätte. Aber okay, so ist es eben. Naja, nicht ärgern, sich freuen. Man kann ja wenigstens mal hier schon mal ein bisschen was ausprobieren, was man vielleicht hätte vorher nicht ausprobieren können, wobei viel ist es nicht. Denn was das Einzige, was ich jetzt schon festgestellt habe, wie ihr seht, da oben soll eigentlich noch eine Decke rein, ist aber momentan auch noch offen. Das Einzige, was ich jetzt schon festgestellt habe, ist, die Glasscheibe hier vorne stört mich eigentlich und ich würde, glaube ich, den darf nach vorne raus noch einen kleinen Balkon machen. Das werde ich dann auch tun. Was ist passiert bei meinem Türmchen? Ja, ich wollte einen Schutz bauen gegen die fliegenden Objekte. Also ein paar Gitterstäbe dran machen, ein paar Eisengitter. Und dann habe ich wohl ein paar zu viel dran gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht, das Türmchen hatte in der Mitte vier Betonblöcke und dann zwei Betonblöcke jeweils überhängend. Und dann war irgendwann einfach ein Eisengitter zu viel. Das ganze Ding ist zusammengekracht. Es standen bloß noch die Säule. Der Rest des Türmchens war weg. Dann habe ich mir zuerst überlegt, okay, machst du schnell ein paar Eisengitter hin, versuchst irgendwie da oben zu überleben. Aber da dachte ich mir, oh, das ist mir dann doch zu heikel. Ich hatte keine Lust auf Sterben. Zudem, dass ich da auch keinen Schlafsack mehr liegen hatte. Weswegen ich da hinten jetzt einen hingelegt habe. Und ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt eben nicht geht, dann geht das eben nicht. Dann gehe ich schnell hier rein, setze einfach ein paar Stacheln vorne dran. Das sollte eigentlich klappen. Wie schon gesagt, hier oben. Hier vorne ist es tatsächlich zu eng. Die kommen hier nicht durchgelaufen. Das habt ihr vielleicht gesehen, als hier die Stacheln an dieser Seite weg waren. Sie kamen nicht durch. Sie haben also gegen den Betonblock, ihr seht es ja auch dort, ist schon ein bisschen was kaputt, geklopft. Krabbler kämen durch oder Kriecher kämen durch. Aber ja, die kann man ja abschießen. Also es das heißt, ich bin eigentlich hier recht sicher. Wenn von oben irgendwelche fliegenden Viechlein kommen, dann kann ich die hier oben durch die Eisengitter auch tatsächlich abschießen. Auch das sollte also kein Problem sein. Aber tatsächlich wäre es natürlich super geil gewesen, wenn ich hier schon diese ganze Schussanlagen fertig hätte. Die Trigger, wie ihr seht, sind schon verkabelt. Aber eben die Schussanlagen existieren noch nicht. Wo auch immer ist, ich sehe mich. Ihr hört ja auch die Trigger, sie klicken die ganze Zeit. Wir warten. Irgendwann kommt er. Das könnte ein Kriecher sein. Ja, da ist er. Da ist er. Das ist natürlich schade jetzt, dass ich euch dieses Türmchen nicht nochmal zeigen konnte. Ihr erinnert euch, eine sehr offene Bauweise mehr oder minder. Wow, das war gerade ein sehr schöner Blitz. Das sah verdammt lecker aus. Sehr offene Bauweise. Das heißt, ich hätte eigentlich, also Munition war genug in den sehr vielen Turrets. Ich hätte also problemlos da wahrscheinlich überlebt. Nichtsdestotrotz, das hätte mich einfach interessiert, wie gut diese Verteidigung ist. Mit einer, hier habe ich jetzt natürlich eine ganze Reihe. Und hier werden auch sehr viele Turrets hinkommen. Das wäre schon interessant gewesen. Was hier natürlich das Interessante sein dürfte, ist, werden die Turrets angegriffen? Normalerweise tun sie das. Also bisher habe ich es noch nicht gesehen, was nicht heißt, dass sie es dann in einer Hordennacht tun würden. Vor allem, wenn man dahinter steht, dann greifen sie bestimmt an. Was heißt, ich werde auf jeden Fall immer oben stehen, wenn ich in der Hordennacht unterwegs bin hier. Nichtsdestotrotz, das wäre natürlich schon interessant herauszufinden. Naja. Nichtsdestotrotz, wir sehen, ich wiederhole mich, wir sehen nichts. Meine Lampe ist leider nicht gut genug. Ich hätte vielleicht ein Nachtsichtgerät aufsetzen sollen. Weiß nicht, sieht man das dann besser? Ich kann ja mal eins rausholen. Nein.
Nacht. Sicht. Mach ich den aus und den an. Zack. Jetzt sieht man erstmal gar nichts. Ah ja. Oh ja, man sieht es deutlich besser. Allerdings, sobald ich durch das... Okay. Jetzt hätte ich gedacht, man sieht da was durch. Das sieht man leider nicht. Schade eigentlich. Also man sieht tatsächlich recht gut. Ihr seht sogar mein Türmchen. Ihr seht, ich habe da oben versucht, ein paar Gitter ranzumachen, was echt nichts getaugt hat. Aber dann, sobald man... Das ist ja echt bescheuert. Sobald man durch das Ding guckt, sieht man wieder nichts mehr. Also da müssen sie dringend was ändern. Das gefällt mir so gar nicht. Der Himmel sieht natürlich auch geil aus. Gut, dann schießen wir eben ohne Fernrohr. Was ja auch funktioniert. Naja. Da läuft wieder einer. Sehr weit weg. Trotzdem getroffen. Das war dann nochmal getroffen. Meine Güte, aus der Hüfte. Ja, hat natürlich nicht gereicht. Gut, für die Headshots ist es dann wahrscheinlich doch nicht gut genug. Oh, das war ein Headshot. Das finde ich jetzt mal cool. Der dürfte noch nicht tot sein. Jetzt schon. Gott, was der junge Hunger hat. Ich habe doch gerade erst gegessen. Er ist in den Stacheln gestorben, auch schön. Ja, das ist echt schade, dass man dann durch das Gläschen hier durch nichts mehr sieht. Auch nix. Ja, aus der Hüfte ist nicht so einfach mit dem Scharfschützengewehr. Erst gar nicht und dann Kopf weg. Okay. Dadurch, dass natürlich der Turm da hinten zu... Oh, die kommen auch plötzlich um die Ecke. Dass der Turm umgekracht ist und die Generatoren, erinnert euch, hingen unten an diesem Ding dran, hatten natürlich die Turrets keinen Strom mehr. Das heißt also, ich war da tatsächlich nur noch... Sieht aus wie eine Krankenschwester. War da tatsächlich nur noch, wäre nur noch mit meinem Gewehr unterwegs gewesen und ein paar Spitzen, die drumherum waren, ein paar Holzspitzen. Das wäre echt haarig geworden. Bestimmt spannend, aber echt haarig. Klar, ich hätte vielleicht noch versuchen können, schnell irgendwelche Generatoren aufzusetzen in der Stunde, die ich hätte. Aber ich habe mich dann, man muss sich da natürlich dann schnell entscheiden, habe mich dann entschieden, hier reinzugehen und einfach ein paar Stacheln davor zu setzen. Wie man sieht, es funktioniert. Es kam noch keiner durch. Hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, weil sie müssten, wie schon gesagt, da ein ganz schönes Stück Beton wegklopfen. Und 25 Fertigkeitspunkte zu verteilen. Apropos Fertigkeitspunkte, könnte man ja eigentlich mal nebenbei machen.
Ja, auch wenn ich mir theoretisch alles erschaffen kann, weil ich bin ja im... im Kreativmodus und bräuchte eigentlich meine Fertigkeitspunkte gar nicht verteilen, tue ich es trotzdem und ich mache trotzdem tatsächlich, lerne trotzdem tatsächlich die Dinge, die man lernen muss oder lernen sollte, um tatsächlich vorwärts zu kommen. Ja, ich weiß schon, dass du da bist. Das heißt, auch das lerne ich und auch das, denn meiner 69er heißt er, glaube ich, im Englischen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, heißt der 69er oder 49er? Ne, ich glaube, er heißt 69er, ne? Meiner 69er. Ja. Im Englischen heißt er, glaube ich, nein, meiner 69er. Also den Bergbaumeister im Deutschen. Auch den, das macht natürlich auf jeden Fall trotzdem Sinn, aber genauso gut möchte ich alles andere lernen. Also es soll ja theoretisch, auch wenn ich einen Kreativmodus benutze, so sein, als wäre ich, was geht denn jetzt? Okay, gerade hing irgendwie meine Aufnahme. Ich weiß jetzt nicht, bin mir jetzt nicht sicher, was man alles gehört hat. Unter Umständen kommt euch das jetzt merkwürdig vor, was ich jetzt erzähle, wenn ich gerade eben noch was ganz anderes erzählt habe. Aber irgendwie schien gerade meine Aufnahme zu hängen. Nichtsdestotrotz, was ich gerade sagte, ist, trotzdem kaufe ich mir natürlich hier diese Sachen. Obwohl ich im Kreativmodus bin. Und das war das, was ich erzählt habe. Ich weiß jetzt echt nicht, was rüberkam. Ich habe jetzt aber auch. Das ist eben der Nachteil an so einem Spiel. Ich kann schlecht nochmal von vorne anfangen mit diesem, mit dieser Nacht, denn die ist jetzt einfach rum. Also auch im Spiel ist sie rum. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach unter Umständen einmal denken, was labert der für einen Mist? Hat er doch gerade schon gesagt. Naja. Also wie schon gesagt, da hinten sieht man mein Türmchen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht mich jetzt noch selbst verletze. Leider nicht durch das Fernglas, was ich echt schade finde. Ich setze mal den Bauarbeiterhelm wieder auf. Geht eigentlich. Was passiert eigentlich, wenn man beides macht? Okay, es geht immer nur eins, logischerweise. So sieht man das natürlich nicht. Ich lasse mal den Nachtsichtmodus an, das sieht man dann doch ein bisschen besser. Also ein Kriecher zu erwischen ist schon schwer. Interessanterweise, da sieht man es natürlich logischerweise, weil ich habe ja einen Bergarbeiterhelm, einen Bauarbeiterhelm auf mit, heißt der Bergarbeiter oder Bauarbeiterhelm? Bergbauhelm. Das kann kein Schadensbonus Lähmung sein, die ist tot. Macht keinen Sinn mehr, dass sie gelähmt ist. Bergbauhelm. Da kommt doch was. Ist das ein Hundchen? Ja, das ist ein Hundchen. Jetzt kommen auch noch Hunde. Mist. Nee, das ist kein Hund, das ist ein Spider. Das war ein Spider-Zombie. Wenn ihr das Bellen hört, unser Hund hat heute Besuch von einem anderen Hund. Also, das Bellen im Hintergrund ist der Besuchshund. Mein Hund bellt eher selten, während ich Aufnahme mache, außer natürlich der Besuchshund bellt, dann bellt er mit. Kasper. Naja, ist ja auch ein bisschen spaßig, wenn nebenbei im Hintergrund ein Hund bellt. Nein, es ist natürlich, na, ich weiß nicht, keine Ahnung. Müsst ihr entscheiden, ob es spaßig ist. So. Ja, das fehlte noch. Ist da jetzt einer hier versucht durchzukommen?
Ja. Da kommt noch einer. Das war kein Headshot. War allerhöchstens Filter. Oder? Ah, muss ich mir hinterher im Video nochmal angucken. Ja, die Nacht neigt sich dem Ende. Das sind noch ein paar Minütchen. Dann muss ich mich hier rausarbeiten. Fuck. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall eine Axt. Und zwar eine vernünftige. Wo ist sie denn? Naja. Gut, besser als nichts. Ach, da. Ah, ich ziele zu hoch. Ich schalte mal um. Das dürfte der Fuß gewesen sein. Ah, es war zu hoch, auch zu hoch. Ah. Mann! Das war ein Treffer. So, die Nacht ist gleich rum, ihr hört's, da kommt trotzdem noch was, wird aber jetzt schon deutlich langsamer. Nichtsdestotrotz holen wir uns den auch noch, bevor ich dann mich hier rausarbeite. Bewegte sich da gerade was? Sah so aus. War der Kriecher doch am Leben? Naja, ich mach mal Licht an, damit ihr was seht. So, wie schon gesagt, hier oben habe ich den Notfallschlafsack hingelegt. Hier habe ich eine Truhe eingerichtet. So, machen wir uns noch satt. Haben wir noch was zu trinken? Jawohl. Okay. Ah, hier haben wir eine bessere Axt. Die sollten wir nehmen. Hatte ich mir nicht irgendeine billige Axt gerade vorhin? Naja, egal. Zack. Ach, da ist er. Ja, also das war die Hordennacht, die, wie schon gesagt, komplett anders geplant war, als sie jetzt stattgefunden hat. Was schade ist, denn ich hätte euch tatsächlich gerne versucht zu zeigen, wie denn dieser Turm mit den Turrets ohne Sonstiges funktioniert, weil das wäre vielleicht mal eine ganz coole Variante gewesen, so eine Hordennacht zu erleben. Mit Sicherheit sehr spannend. Das war es jetzt leider nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich mache jetzt hier Schluss, denn das Video ist schon lang genug. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.